In einer alten Schachtel liegen sie noch, meine Pokémon-Karten. Einst waren sie auf jedem Pausenhof der Hit. Dort wurde um die Karten hart gefeilscht. Das ist mittlerweile gut 20 Jahre her. Nun ist der Hype aber plötzlich wieder da. Was einst ein paar Mark kostete, ist jetzt Tausende von Euro wert. Zeit, sich seine alte Sammlung einmal genauer anzuschauen und vielleicht wieder in den alten Sammelwahn zurückzukehren. Simon Müller aus dem Landkreis Freyung-Grafenau ist genauso einer. Vor 3 Jahren entdeckte er auf eBay, dass sich mit den alten Sammelkarten Geld machen lässt. Dann habe ich meine alten Pokémon-Karten aus dem Schrank rausgeholt und man denkt, okay, die könnten schon was wert sein, aber natürlich nicht so. Aber und so hat sich dann das eine zum anderen ergeben, dass dann Hobby zum Beruf wird. Mittlerweile besitzt Simon rund 30.000 Karten, unzählige Pokémon-Gegenstände und führt seit vergangenen Oktober mit einem Freund eine eigene Firma, die sich auf das Handeln von Pokémon-Karten spezialisiert hat. Er sieht die Spielkarten als eine neue Wertanlage, denn der Markt explodiert. So wurde im vergangenen Jahr eine fehlerfreie Glurak-Karte, das First Edition Base Set in Englisch, die auch noch mit einer perfekten 10 einer Grading-Institution klassifiziert wurde, für 369.000 US-Dollar versteigert. Bei solchen Preisen kann man nur staunen. Also die Karte gibt es nur 121 Mal im PSA 10. Das ist eigentlich der heilige Gral, kann man fast so sagen. Also 121 Mal auf der Welt, auf der ganzen Welt ist nicht viel, dann sind da 10 und da 10, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und richtige Sammler geben die Karte nicht mal für 1 Million ab. Also die sagen dann, das ist mein persönlicher Schatz, ich möchte ihn jetzt mit ins Grab nehmen. Und so entstehen von 121 immer weniger, die dann wirklich auf dem Markt sind. Aber die Nachfrage ist einfach so hoch und so entsteht einfach der Preis. Wenn sich viele um eine Karte prügeln, dann steigen die Preise automatisch. Zahlreiche YouTuber und bekannte Personen haben ebenfalls zur Preisexplosion der kleinen Sammelkarten beigetragen. Denn sie brachten die Karten wieder ins Gespräch. Auch Simon kam deshalb mit manchem Promi in Berührung. Also Antoine Griezmann, sein kleiner Bruder, Montana Black, also auch Basketballspieler vom FC Bayern München. Doch nun zurück zum alten Pokémon-Sammelordner. Ich möchte wissen, was das gute Stück samt Karten noch wert ist und vor allem, wie man den Wert einer Karte ermittelt. Als erstes muss ich sagen, der Ordner alleine ist auch schon 50 Euro wert. Das darf man nicht vergessen, weil die sind auch von 1999, so alter Ordner. Die haben auch Sammlerwert auf alle Fälle. Gut, dann schauen wir uns das gute Stück mal gemeinsam an. Okay, sehe ich schon eine alte Preisliste von früher, wo man sieht, ein Glurak, erste Edition für 110 D-Mark. Also wenn man zurückreisen könnte, würde ich den Shop sofort leer kaufen. Was wäre jetzt der aktuelle Preis in Euro? In perfektem Zustand oder boosterfrisch reden wir von 3.000 bis 4.000 Euro. Wichtige Faktoren für den Wert. Die Karte sollte fehlerfrei sein, sprich keine Kratzer und keine beschädigte Rückseite. Bei Holo-Karten, sprich den Glitzerkarten, sollte auch das Holo nicht beschädigt sein. Entscheidend ist auch, ob die Karte aus der ersten Edition ist. Auch die verschiedenen Sets können Einfluss auf den Wert einer Karte haben. Die jeweiligen Sets sind immer auf der Karte rechts unter dem Bild markiert. Dennoch richten sich fast alle nach der Grading-Institution PSA. Die amerikanische Firma bewertet objektiv den Zustand der jeweiligen Pokémon-Karte. Dabei wird die Karte in einer Skala von 1 bis 10 eingestuft. 10 bedeutet, der Zustand der Karte ist makellos. Außerdem ist die Karte danach in der PSA-Datenbank aufzufinden. So weiß Simon, dass es die Turtok-Karte der ersten Edition nur 27 Mal in einer perfekten 10 gibt. Weil man kann bei PSA genau nachsehen, wie oft welche Karte es auf der Welt gibt. Weil jeder bekommt seinen eigenen Strichcode und eigene Nummer. Das ist dann alles im Internet nachzuvollziehen. Simon zeigt sich von der alten Sammlung ein bisschen beeindruckt. Denn etwas wert ist das gute Stück. Also die Sammlung hat einen Wert von
mindestens 1000 Euro aus dem Bauch heraus. Aber auch einfache Karten, wie zum Beispiel hier das Pikachu vom Base Set 1. Edition, denkt man, okay, es ist kein Holo, aber im perfekten Zustand, im PSA 10, hat die Karte einen Wert von 1200 Euro. Mit Simons Pokémon-Sammlung kann mein Ordner natürlich nicht mithalten, denn sein geschätzter Wert liegt bereits im sechsstelligen Bereich. Der Hype um die Pokémon-Karten hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaut. Und Fachleute wie Simon sind sich sicher, es wird noch so weitergehen. Denn wie einst schon der Slogan sagte, schnapp sie dir alle, wird es immer Sammler geben, die auf der Suche nach dem gewissen Pokémon sind.